Mein Name ist Wetterquarz. Professor Wetterquarz. Sie wollen uns unterrichten? Ja. Warum denn nicht? Sie sind ein Gnom. Gnome können nicht zaubern. Ich schon. Bei meiner Magierausbildung habe ich... ja? Meine Mutter sagt auch, dass Sie kein Lehrer sein sollten. Aber ich finde Sie ganz toll, Herr Professor. Danke. Sagen Sie, Professor, was genau ist die magische Konstante? Wie lange muss ein Veritaserum reifen? Was können Sie uns zu altmagischen Runen sagen? Du scheinst erstaunlich viel über Magie zu wissen. Mehr als Sie auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir die Plätze tauschen. So sind wir zu meiner Zeit nicht mit Lehrern umgesprungen. Zu meiner schon. Wir hätten gerne Antworten auf unsere Fragen. Also? Ich werde dir all deine Fragen beantworten, aber nicht jetzt. Geschichte der Zauberei steht auf dem Stundenplan. Dann eine Geschichtsfrage. Wie jeder weiß, sind Gnome völlig inkompetent, wenn es um Magie geht. Um genau zu sein, gab es nur einen einzigen Gnom in den letzten 800 Jahren, der als großer Magier in Erscheinung getreten ist. Er besiegte Grema, den letzten der großen Drachen. Wie hieß er doch gleich, dieser letzte große Gnomenmagier? Er hieß, setz dich richtig an deinen Tisch und stell keine dummen Fragen. Aber heißt es nicht auch, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten? Genauso wie es keine schlechten Schüler geben soll, sondern nur schlechte Lehrer. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Wir schlagen unser Textbuch auf. Auf Seite 100 und... Ich hatte also recht, oder? Sie wissen gar nichts. Nicht einmal, wie der einzige große Magier ihres eigenen Volkes hieß. Ich brauche nur einen Schluck Wasser. Frosch im Hals. Ha! Oh Mann, Meister Markus hat mich gewarnt, dass mich die Schüler in den ersten Stunden testen würden. Aber das hier ist ein Albtraum. Ich weiß diese Dinge nicht. Ich weiß gar nichts. Ganz ruhig. Lass dir etwas einfallen, Wilbur. Es kann auf Dauer nicht gesund sein, wenn Fridolin immer nur Pergament und alte Schriftrollen frisst. Vielleicht mag er auch das Tierfutter, das ich gekauft habe. Meister Markus und der Erzmagier waren so damit beschäftigt, die Stadt wieder aufzubauen, dass niemand Gelegenheit hatte, mir etwas übers Unterrichten beizubringen. Unten in der Stadt stand dieser Karton in einem Schaufenster. Ich dachte mir, er könnte nützlich sein. Immerhin sind Kinder mit Zauberstäben darauf abgebildet. Aber leider scheint es dabei nur um diese Tricks zu gehen, wie die Sache mit Herrn Wuppermann, dem Zylinder und dem Kaninchen. Das muss der älteste Schuh sein, den ich jemals gesehen habe. Er ist so alt, dass er sogar das Müffeln verlernt hat. Das ist seltsam. Unten im Schuh liegt Papier. Vielleicht hat der Schuh ein Loch und das Papier sollte den Träger vor nassen Füßen bewahren. Das Blatt stammt aus einem Buch. Es ist in der Mitte gefaltet und vorne und hinten bedruckt. Ergibt 4 Buchseiten. Es wurde nicht herausgerissen. Sieht eher aus, als hätte sich das Blatt aus dem Leim gelöst. Ich stecke es ein. Das ganze Schulgebäude ist etwas unheimlich. Niemand weiß genau, wo es in den letzten 20 Jahren gesteckt hat. Es war von heute auf morgen verschwunden und ist ebenso überraschend wieder aufgetaucht, nachdem der Krieg vorbei war.
steckt eine Menge Magie in dem alten Gemäuer. Der Kachelofen ist zum Beispiel immer an, obwohl ich ihn nie befeuert habe. Ein schönes goldenes Hörrohr. Einer meiner Vorgänger muss es dort oben hingelegt haben. Ein sehr großer Vorgänger. Das ist Fridolin, mein Hasenschaf. Ich musste während meiner Magierausbildung einen Verwandlungszauber vorführen. Und das ist das Ergebnis. Das Bett ist recht gemütlich. So gemütlich, dass Fridolin es in Beschlag genommen hat. Aber das ist okay. Freunde teilen und er lässt mich am Fußende schlafen. Der Teddy ist nur ein Andenken und moralische Unterstützung von zu Hause. Eine weiche und kuschelige moralische Unterstützung. Das ist die Fliegerbrille, die mein Opa mir von meiner ersten Reise nach Seefels gegeben hat. Naja, oder eine Fliegerbrille. Das Original ging verloren, als Opa mich aus der Kanone abfeuerte. Es sah hier schon so aus, bevor ich eingezogen bin. Generationen von Lehrern müssen ihren Kram hier zurückgelassen haben. Ich mag das. Die Schule hat eine Geschichte. Und wenn ich Zeit habe, werde ich in ihr stöbern. Ein kurzes weißes Seil, ein paar Würfel, Spielkarten und eine Anleitung, wie man die Leute hinters Licht führen soll. Das ist einfach nicht richtig. Echte Magie oder gar keine? Das ist mein Vertrag, unterschrieben vom Erzmagier. Ich bin der erste Lehrer in der Schule für Zauberei und Hexerei. Zumindest seitdem die Schule wieder aufgetaucht ist. Meine ganze Familie ist im Weißkammgebirge geblieben. Was sollen sie auch hier in Seefels? Das ist nicht ihre Welt. Die kleine Sydney kann mittlerweile laufen und erreicht alles, was auf den Werkbänken liegt. Das hat ihren Erfindungsoutput verdreifacht. Maggie baut keine Kampfroboter mehr, seit der Krieg vorbei ist. Sie experimentiert nun mit Rechenmaschinen. Aber Opa sagt, das hat keine Zukunft. Mein Zauberstab. Der König der Diebe hat ihn mir während meiner Magierausbildung besorgt. Er und die anderen Ratten haben in den letzten Monaten unermüdlich geholfen, die Stadt wieder aufzubauen. Sie arbeiten eng mit dem Erzmagier zusammen, wenn auch meistens im Verborgenen. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie er genau funktioniert. Manchmal vollbringt er ganz erstaunliche Magie, manchmal streikt er selbst bei einfachsten Aufgaben. Erzmagier Alistair hat versprochen, ihn sich bei Gelegenheit einmal anzusehen. Vielleicht hat er einen Wackelkontakt oder sowas. Mit solchen Kugeln können sich Magier über weite Strecken hinweg unterhalten. Meister Markus hat es mir erklärt. Er wird wissen, wie ich aufmüpfige Schüler bändigen kann. Also, wie war das? 6, 4, 7, 3, 1. Ja, bitte. Na, falsch verbunden. Ich weiß die Nummer nicht mehr, über die ich Meister Markus erreichen kann. Ich hatte sie auf meinen Notizblock geschrieben. Ich glaube, wir geben ein gutes Team ab. Ein junger Magier und sein Hasenschaf, die gemeinsam für das Gute kämpfen. Leider tut Fridolin nicht viel, außer im Bett zu liegen und zu futtern. Ich muss ihn erst noch von der Sache überzeugen. Na, Kumpel? Was isst du denn da? Hey, das ist ja mein Notizblock. Ich brauche den Notizblock noch. Darin steht die Nummer von Meister Markus. Ich brauche... Okay, wir machen es so. Ich gebe dir leckeres Tierfutter und du gibst mir dafür meinen Notizblock wieder. Okay, Kumpel?
Gut, ich zuerst. Okay. Dann jetzt bitte meinen Notizblock. Hey, ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Vielleicht kann ich Fridolin von meinem Notizblock weglocken. Das war's. Mehr ist nicht drin. Hey, Fridolin, schau, Futter. Du musst nur hinhoppeln und es dir holen. Wow, mein Hasenschaf hat Superkräfte. Aber jetzt ist das Futter leer und Fridolin scheint immer noch Hunger zu haben. Ah, kein Wunder, ich hab's nicht richtig gemacht. Hier steht, platzsparendes Instant-Trockenfutter vor der Fütterung in Wasser aufquellen lassen. Mist. Eine Schale mit frischem, kühlem Wasser für meinen Mitbewohner. Zum Mitnehmen ist die Schale ungeeignet. Ich meine, wie soll ich eine Schale mit Wasser in die Tasche stecken, ohne meine ganze Robe zu bekleckern? Es ist ja nicht so, als könnte ich alles Mögliche einfach so einstecken. Hm, aber hier im Zimmer könnte ich die Schüssel wohl benutzen. Wie wäre es mit etwas Wasser, um das Futter runterzuspülen? Das habe ich mir gedacht. War ziemlich trocken, das Futter, oder? Siehst du, wie gut ich mich um dich kümmere? Vielleicht könnten wir dann jetzt noch mal auf meinen Notizblock zu sprechen kommen. Ups. Ich lese nächstes Mal erst die Anleitung. Versprochen. Entschuldigung. Hier steht Meister Markus. Nur in Notfällen. 64179. Wenn das kein Notfall ist. Ich verliere den Respekt meiner Schüler noch bevor ich ihn hatte. Also gut. 9. Hoffentlich klappt es dieses Mal. Ja, hallo? Meister Markus! Wilbur, was ist denn? Da ist dieser Junge. Der ist frech und unverschämt und er hört nicht auf mich. Wilbur, du bist jetzt Lehrer. Natürlich sind die Schüler frech und unverschämt. Du musst dich durchsetzen. Ich bin doch erst seit ein paar Tagen Lehrer und ich bin ganz alleine. Und die Schule ist unheimlich und es gibt keine Lehrbücher und niemand will etwas lernen und... Wilbur, niemand erwartet von dir, dass du sofort der perfekte Lehrer bist. Begeistere deine Schüler für Magie, das wäre ein guter Anfang. Warum muss ich alleine hier unterrichten? Warum gibt es keine anderen Lehrer? Im Krieg sind viele Magier umgekommen. Es gibt nur noch wenige von uns. Und die meisten, die überlebt haben, gehen lukrativeren Beschäftigungen nach. Alchemie, Geisterjagd, Kindergeburtstage. Aber es ist doch wichtig, neue Magier auszubilden. Wenn die besten von uns nur hinter dem Gold her sind, wer soll sich dann um die nächste Generation kümmern? Lehrer zu sein ist eine wichtige und ehrenvolle Aufgabe, Wilbur. Auch wenn andere sie gering schätzen. Sie meinten, ich soll meine Schüler begeistern. Aber wie stelle ich das an? Ich habe keine Ahnung von Geschichte der Zauberei. Offensichtlich nicht. Sonst wüsstest du, dass man damit keine Hexe hinter dem Ofen hervorlocken kann. Aber
Es steht auf dem Lehrplan. Ach, vergiss den Lehrplan. Mach das, was du gut kannst. Zaubere. Bring sie zum Staunen. Bring sie dazu, das auch können zu wollen. Aber ich weiß nicht wie. Wilbur, du hast ein Schaf aus einem Zylinder gezaubert und wusstest nicht wie. Geh da raus und hau sie um. Lass die Magie die Arbeit tun. Du weißt vielleicht nicht, was du tust, aber du tust es. Einfach zaubern? Einfach zaubern. Sie haben mich ausgebildet. Warum sind Sie jetzt nicht zusammen mit mir Lehrer an dieser Schule? Ach, Politik. Mein Bruder ist der Erzmagier und er steht im Wahlkampf. Würde er seinem eigenen Bruder einen Posten verschaffen, seine Gegner würde es freuen. Aber ich bin auch nicht böse drum. Ich habe meinen Teil geleistet. Ich habe Magier ausgebildet, als niemand anderes es mehr getan hat. Und ich habe den talentiertesten Gnomenmagier gefunden, den die Welt je gesehen hat. Ihr Bruder hat mich ein Naturtalent genannt. Ich bin wirklich ganz gut im Zaubern, oder? Du hast in deiner Ausbildung ein paar unglaubliche Dinge geleistet. Ich wünschte nur, ich könnte die Magie besser kontrollieren. Manchmal sprudelt sie nur so aus mir heraus und dann wieder nichts. Ich schätze, das kommt mit der Zeit. Und wenn nicht, musst du dich auf deinen Erfindungsreichtum verlassen. Es muss vor langer Zeit einmal einen Gnomen mit großer Zauberkraft gegeben haben. Er hat irgendeinen Drachen erschlagen. Grema, der letzte der großen Drachen, wurde der Legende nach von einem Gnom besiegt. Genau den meine ich. Wie hieß der Gnom? Das weiß niemand. Er traf ein in Zeiten größter Not und rettete die Menschen des Südlands, indem er Unmögliches vollbrachte. Dann verschwand er spurlos. Wow! Aber einer meiner Schüler hat mich nach seinem Namen gefragt. Dann wollte er dich wohl aufs Glatteis führen. Einige Schüler wollen deine Schwachstellen finden und ausprobieren, wie weit sie gehen können. Lass dir nichts gefallen. Danke für Ihre Hilfe, Meister Markus. Ich bringe die Stunde irgendwie hinter mich und dann melde ich mich nochmal. In Ordnung? Nein, tut mir leid. Du hast mich beim Packen erwischt. Ich breche auf, um mit ein paar Freunden zwei spannende Wochen zu erleben. Sie fahren in den Urlaub? Jetzt? Vielleicht ist es mehr als nur ein Urlaub. Ich habe die Zaubererschule verkauft, wie du weißt. Ich möchte mir etwas Neues aufbauen. Endlich das tun, was mir wirklich Spaß macht. Rollenspiele. Rollenspiele? Live-Rollenspiele. In ein paar Tagen geht es los. Wir lassen die normale Welt der Magie, Monster und Verliese hinter uns und tauchen ein in eine Fantasiewelt. Ich bin ein Umzugsunternehmer, der mit seinem Lastwagen in einen Stau geraten ist und deswegen eine Nacht in einem Motel übernachten muss. Kannst du dir vorstellen, was da für Abenteuer auf mich warten könnten? Aber ich dachte, Lehrer zu sein ist so wichtig und... Ist es ja auch. Viel Spaß damit. Meister Markus? Hallo? So, besser. Also, was ist denn jetzt mit dem... Niemand weiß, wie der Gnom hieß, der Grema besiegt hat. Netter Versuch. Füße vom Tisch oder ich sorge dafür, dass er sie dir abbeißt. Genug mit Geschichte der Zauberei. Lasst uns zaubern. Feenspiel. Klingt nicht schlecht, oder? Unmöglich! Nicht schlecht, was? Toll! Das ist Magie. Und wie man sie beherrscht, könnt ihr hier lernen. Das war's für heute. Morgen machen wir auch irgendwas.
Entschuldigung, Schätzchen, mach das weg, ja. Ich muss kurz mit Herrn Wetterquarz sprechen. Herr Wetterquarz, schön, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Und Sie sind wer? Ganz köstlich. Ich habe mir schon gedacht, dass ich mich vor Ihnen in Acht nehmen muss, Herr Wetterquarz. Warum in Acht nehmen? Sie spielen nur die Unschuld vom Lande. Das wusste ich schon immer. Ihr Gönner, Erzmagier Alistair, wird die Wahl gegen mich nicht gewinnen. Wussten Sie, dass wir in den letzten Umfragen nur noch 3 Punkte hinter ihm liegen? Nein, das wusste ich nicht. Sie hätten meine Fee nicht einfach abschießen sollen. Unterschätzen Sie mich nicht, Herr Wetterquarz. Ich weiß sehr wohl, dass das keine Feen sind. Kobalus Fugastas, Flugkobolde. Sagen Sie nicht, Sie hätten sie selbst beschwört. Doch, alle 5. Das ist erstaunlich. Mächtige Magie ist nötig, um lebendige Kreaturen zu manifestieren. Deswegen beschränken sich die meisten Nekromanten darauf, Skelette zu reanimieren. Tote Materie lässt sich leichter kontrollieren, wie Sie natürlich wissen. Oder wissen sollten. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Behilflich? Ha! Einer der Top-Männer des Erzmagiers will mir behilflich sein? Sie wissen, wie das Spiel gespielt wird, oder Wetterquarz? Was für ein Spiel? Der Tanz geht in die heiße Phase. Ich weiß das und Alistair weiß es. Wir beide lauern auf die Fehler des anderen und er hat den ersten gemacht. Was für einen Fehler hat der Erzmagier gemacht? Er hat Sie eingestellt. Einen Gnom mit gefälschtem Diplom, ausgestellt von niemand anderem als Markus, dem Bruder des Erzmagiers. Ich habe mir das Diplom ehrlich verdient. Ich habe alle 3 Prüfungen bestanden und... Gnome verstehen nichts von Magie, jeder weiß das. Und sie haben noch nie unterrichtet. Aber Erzmagier Alistair glaubt an mich. Als oberster Magier ernennt er die Professoren. Aber ich bin die Ratsvorsitzende und ich besetze die Verwaltungsposten. Direktor Bloch wird ihre Unfähigkeit aufdecken und noch vor der Wahl werden die Zeitungen über die zweifelhafte Personalpolitik des Erzmagiers berichten. Dieser neue Schuldirektor, wer ist das? Horatius Bloch. Ein guter Mann, sehr korrekt und sehr streng. Wenn er hilft, dieser Schule wieder ihren alten Glanz zurückzugeben, freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Alter Glanz? Dieses Gemäuer? Es war schon zu meiner Zeit heruntergekommen. Und wo immer es in den letzten 20 Jahren war, Putzfrauen scheint es dort nicht gegeben zu haben. Mein Freund, Erzmagier Alistair, kann die Stadt und das Land besser als jeder andere wieder auf Vordermann bringen. Ja, glauben Sie das? Er ist ein großer Magier. Jeder, der das anzweifelt, ist verrückt. Und er war ein großer Anführer im Krieg. Die meiste Zeit. Aber was wir jetzt brauchen, ist jemand, der sich mit Wirtschaft auskennt. Und das sind Sie? Ich bin eine reiche und erfolgreiche Händlerin. Ich habe reiche und erfolgreiche Freunde. Wer könnte besser geeignet sein, um andere reich und erfolgreich zu machen? Alistair würde Ihnen Platz machen, wenn er das glauben würde. Wissen Sie was? Ich glaube, damit haben Sie sogar recht. Seltsam, nicht wahr? Wie wenig er seine Macht verteidigt. Ich glaube, damit wäre alles gesagt, oder? In der Tat. Sie befinden sich auf einem sinkenden Schiff, Wetterquarz. Noch könnte ich überzeugt werden, Ihnen einen Rettungsring zuzuwerfen. Ich vertraue dem Erzmagier.
Dann, Herr Wetterquarz, werden Sie mit ihm untergehen. Hier, wählen Sie Seppel van Buren. Die weiß, wie's geht. Komm, Schätzchen, wir gehen. So einen gibt's gar nicht in meinem Märchenbuch, Mama. Ich weiß, Schatz. Wer will schon so etwas Hässliches sehen? Kannst du ihn in ein Einhorn verwandeln? Oder in die Grimmelkatze? Oder den Frostkönig? Nachdem die Schule vor 20 Jahren einfach verschwand, konnte sich niemand mehr um die Tiere kümmern. Mit ziemlich dramatischen Konsequenzen. Einführung in die Zauberkunde, Schafzucht und Pflege, Statistik. Das scheint so eine Art Stundenplan zu sein. Das ganze Skelett kann ich wohl nicht gebrauchen, aber so eine spitze Gräte hier könnte mal nützlich werden. Die meisten der Pflanzen sind vertrocknet, weil sich niemand um sie gekümmert hat. Nur diese Pflanze muss irgendwo eine Wasserquelle gefunden haben. Vielleicht ist eines der Fenster undicht. In dem Ofen wird kein Feuer mehr gebrannt haben, seit die Schule vor 20 Jahren verschwunden ist. Und selbst wenn ich könnte, sollte ich darin kein Feuer entzünden. Das Rohr vom Rauchabzug ist kaputt und der Qualm würde den ganzen Klassenraum füllen. Das Mixen von Zaubertränken ist ein wichtiger Bestandteil der Magie. Es ist so ähnlich wie Kochen, nur dass einen der Eintopf nicht umbringt, wenn man eine falsche Zutat reintut. Oder wenn man falsch rührt. Etwas Asche, aber auch unverbrannter Abfall. Hier liegt ein Blatt Papier. Noch eine Buchseite, beziehungsweise ein gefaltetes Blatt, auf das insgesamt 4 Seiten gedruckt sind. Wenn ich mir die Seitenzahlen des ersten Blattes und dieses Blattes ansehe, scheinen mindestens noch 5 Blätter zu fehlen. Ich glaube, der Erzmagier hat solche Broschüren gar nicht. Auch keine Plakate oder Marktschreier oder Theaterstücke. Entweder fehlt ihm das Gold oder er will den Wahlkampf nicht auf diese Weise führen. Ich weiß nicht genau, warum die Ratsvorsitzende die Broschüren hier liegen gelassen hat. Man hat sich darauf geeinigt, dass Kinder nicht wählen dürfen. Zunächst wollte man die Grenze, wer wahlberechtigt ist und wer nicht, an der Größe festmachen, was natürlich zu Widerstand bei uns Gnomen und den Zwergen geführt hat. Dann sollte das Gewicht ausschlaggebend sein. Je mehr man wog, desto gewichtiger die Stimme. Aber dann wären Trolle und Oger überrepräsentiert gewesen. Letztlich hat man sich auf ein Mindestalter geeinigt. Allerdings gibt es immer noch Diskussionen, weil Ratten, Untote und andere Minderheiten nicht wählen dürfen. Lehrer werden traditionell in Äpfeln entlohnt. Den hier habe ich mir aber selber besorgt, weil ich meinen ersten Tag auf keinen Fall apfellos bestreiten wollte. Das Buch sieht uralt und ziemlich wichtig aus. Die Hälfte der Klasse hatte laufende Nasen. Die meisten konnten wieder eingefangen werden. Das ist das Klassenbuch, in dem Lehrer besondere Vorkommnisse vermerken. Magda ist keine Hexe und wurde verbrannt. Wow, das Buch reicht zurück bis ins finstere Mittelalter. Das Buch ist zu dick, um es zu lesen, ohne nach etwas Bestimmtem zu suchen. Ich wollte den Erzmagier noch fragen, ob gute Lehrer außer Äpfeln noch eine andere Art von Bezahlung erwarten dürfen.
Aber als er mir den schönen Vertrag mit dem Siegel und allem gezeigt hat, erschien mir das nicht der richtige Zeitpunkt, um über Gold zu sprechen. Dieses Mal hat er mich nicht im Stich gelassen. Er funktionierte sogar besser, als ich gedacht hätte. Es war, als wollte er zaubern. Ich konnte ihn kaum unter Kontrolle halten. Verrückte Zeichnungen und Symbole. Das muss wahrlich hohe Magie sein. Nur die klügsten Zauberer können all das verstehen. Das ist ungewöhnlich. Dieses Gerät sieht eher nach ordentlicher Ingenieurskunst aus als nach Magie. Die meisten magischen Apparaturen haben viele goldene Teile, aufwendige Verzierungen und Schnickschnack, wie die Magier ihn mögen. Das hier könnte glatt aus einer Gnomenwerkstatt stammen. Was steht auf dem Zettel? Der Apparatus, der den Schüler Allardyce ins Verderben stürzte. Eine Warnung für alle, die die Grenzen der Magie nicht akzeptieren wollen. Vielleicht kann ich im Klassenbuch etwas über diesen Allardyce erfahren, von dem der Zettel am Apparat erzählt. Hier, der junge Allardyce hat trotz wiederholter Mahnungen die Experimente an seinem Feuermacher fortgesetzt. Zu meinem großen Bedauern muss ich feststellen, dass das Gerät funktioniert. Er hat es dem Kollegium vorgeführt. Wir mussten ihn wegen Wahnvorstellungen und Insubordination in die Irrenanstalt von Arkhamstein einweisen. Ein Zauberer, der einen Feuermacher erfindet und dafür von anderen Zauberern in eine Irrenanstalt abgeschoben wird. Ich vermute, sie konnten zu ihrer Zeit nichts mit dieser neuen Art von Magie anfangen. Oder sie sahen ihr Monopol in Gefahr. Zauberer waren lange Zeit die einzigen, die Feuer machen durften. Vielleicht finde ich noch einen Eintrag zu Allardyce. Ja, hier, weiter vorne. Habe heute eine beunruhigende Entdeckung gemacht. Der junge Allardyce, hochbegabt, aber auch unangepasst, fertigte Zeichnungen eines Apparatus an. Dieser Apparatus könne Feuer ganz ohne Magie entstehen lassen. Natürlich nahm ich ihm das Blatt ab und legte es dem Schulleiter vor. Er ordnete 2 Wochen Nachsitzen im Kerker an und fügte die Zeichnung der Akte des Delinquenten bei. Ich weiß nicht, wer der Junge war. Er war auf jeden Fall ganz schön vorlaut und unverschämt. Allerdings scheint er auch eine Menge von Magie zu verstehen. Wenn ich es schaffe, ihm Manieren beizubringen, könnte er ein guter Schüler werden. Generationen von Schülern haben ihre Spuren hinterlassen. Vor allem in Form von ins Holz geritzten Bildchen und Sprüchen. Hier steht ein besonders langer. Für alle Herumtreiber und Tunichtgute. Dazu verdonnert worden, immer und immer wieder denselben Satz an die Tafel zu schreiben? Kein Problem. Verzaubere das Kreidestück mit dem Automatisierungszauber und es übernimmt die ganze Arbeit für dich. Bartholomäus. Hey, das ist Schummeln. Allerdings auch ziemlich clever. Hier unten ist der Zauberspruch ins Holz geritzt. Ich schreibe ihn mir auf. Chantal hat ihr Buch liegen gelassen. Es scheint ein Märchenbuch zu sein. Allerdings eins der kitschigen Sorte. Mein Vater hat mir immer Märchen vorgelesen, als ich noch ein Kind war. Die blutrünstigen, grausamen, gruseligen. Richtige Märchen halt. Ich lasse es da liegen. Chantal kann es sich morgen mitnehmen. Das ist der Tisch von Chantal, der Tochter der Ratsvorsitzenden und vom kleinen Timmy.
Unterschiedlicher können zwei Schüler fast nicht sein. Chantal ist nur hier, weil es Tradition in ihrer Familie ist. Ich glaube nicht, dass sie sich wirklich für Magie interessiert oder viel Talent dafür hat. Timmy hingegen ist wissbegierig und in den letzten Tagen vor Aufregung beinahe geplatzt. Für Schüler wie ihn müssen wir diese Schule wieder auf Vordermann bringen. Eine Federmappe, ein Lineal. Nichts Besonderes. Es macht Hoffnung, dass so etwas Schönes und Friedliches in diesem düsteren Gebäude überlebt hat. Uah! Man wollte den natürlichen Lebensraum des Fischs anscheinend möglichst exakt nachbauen. Inklusive Miniaturschatzkisten, wie man sie im Meer häufig findet. Hey, einige alte Münzen. Vielleicht hat einer meiner Vorgänger seine Altersvorsorge von einem bissigen Fisch bewachen lassen. Erzmagier! Remy! Wenn das nicht unser neuester Professor ist, wie war deine erste Stunde, Wilbur? Da ist dieser eine Schüler. Der war ganz vorlaut und frech. So sind sie manchmal. Du musst nur einen Weg finden, zu ihnen durchzudringen. Ich habe Flugkobolde beschworen. Das hat ihm die Sprache verschlagen und auch die anderen Schüler waren begeistert. Ah, gut gemacht! Wenn sie lernen wollen, hast du schon fast gewonnen, Wilbur. Was tun Sie denn hier in der Schule, wenn ich so fragen darf? Ich wollte Horatius Bloch, dem neuen Direktor, einen Antrittsbesuch abstatten und schauen, wie es in der Schule steht. Das ist sehr nett, aber haben Sie dieser Tage nicht dringendere Aufgaben? Nun ja, es ist meine alte Schule. Ich bin hier selber als Kind durch die Halle gelaufen. Was der Erzmagier dir gern verschweigen würde, etwas stimmt hier nicht. Er spürt die Gegenwart von etwas Bösem. Seit einigen Tagen schon. Und wie ist er so, der neue Direktor? Er ist kein Magier, das steht mal fest. Ein Agent der Ratsvorsitzenden ist er. Zuallererst ist er ein zuverlässiger Beamter mit Prinzipien, Remy. Die Ratsvorsitzende hat ihn berufen und er mag ihre Politik befürworten. Aber ich glaube nicht, dass er gegen uns arbeiten wird. Er ist streng, aber korrekt. Haben Sie gesehen, wie er mich angesehen hat? Als sei ich Ungeziefer. Nein, ich sage Ihnen, die Ratsvorsitzende hat ihn nur aus einem Grund eingestellt. Er soll unserem Wilbur hier das Leben schwer machen. Ich glaube, ich soll versagen, damit man es Ihnen in die Schuhe schieben kann, Erzmagier. Ha, wenn das Ihr Plan ist, dann haben Sie schon verloren. Sie meinten vorhin, Sie spürten etwas Böses. Was meinen Sie damit? Alles, was wir tun und was wir denken, hinterlässt eine Spur. Kennst du das, wie man manchmal erschaudert, wenn man einen Ort betritt, an dem viel Böses geschehen ist? Dunkle Magie hinterlässt eine besonders starke Spur, wie ein übler Geruch. Und hier riecht es nach dunkler Magie? Ich habe es vor einigen Tagen zum ersten Mal gespürt. Erst in der Unterstadt, dann in der Oberstadt und nun hier in der Schule. Woher kommt sie? Ich meine, wissen Sie, wer dafür verantwortlich ist? Nein, die Spur verliert sich. Hier in der Schule liegt zu viel wilde Magie in der Luft. Wir müssen die Augen offen halten. Gute Detektivarbeit bringt uns in diesem Fall weiter als Hokuspokus. Wie läuft der Wahlkampf? Ich hoffe doch, wir gewinnen. Noch liegen wir vorn. Aber unser Vorsprung schmilzt. Van Buren und ihre Bonzen stecken Unmengen von Gold in den Wahlkampf. Es scheint ihnen ernst zu sein. Wie sieht es in der Stadt aus? Hat sich die Lage beruhigt? Kann man nicht behaupten. Die Barrikaden werden höher, die Zeltlager größer. Die Bürger werden ungeduldig. Und wer könnte es ihnen verdenken? Der Krieg ist vorbei, doch allen geht es immer nur schlechter. Aber Sie tun doch, was Sie können, Erzmagier.
Es braucht Zeit, Wilbur. Je tiefer die Wunden, desto länger brauchen sie, um richtig zu verheilen. Und nichts schlägt tiefere Wunden als Krieg. Wir müssen Ergebnisse liefern. Noch vertrauen die meisten auf Erzmagier Alistair. Aber die Stimmung könnte kippen. Dann verlieren wir nicht nur die Wahl, wir hätten einen Aufstand am Hals. Die Ratsvorsitzende war hier. Sie hat ihre Tochter aus meiner Klasse abgeholt. Fürchterliche Person! Sie besitzt großen Einfluss und sie hat reiche Freunde. Sie könnte ihren Einfluss und ihr Gold doch auch nutzen, um Gutes zu tun. Warum versucht sie stattdessen, sie zu stürzen? Sie glaubt, das sei etwas Gutes, Wilbur. Fast niemand will Böses tun. Es gibt nur sehr unterschiedliche Ansichten darüber, was gut und was böse ist. Ich glaube, ich sollte dann mal zum Direktor gehen. Auf Wiedersehen, Erzmagier. Tschüss, Remy. Auf Wiedersehen, Wilbur. Lass dich nicht einschüchtern. Ich tue mein Bestes und ich werde nicht aufgeben. Ich weiß. Gehen Sie schon mal. Ich komme gleich nach. Ich wollte noch kurz mit dir unter vier Augen sprechen, Wilbur. Es gibt Probleme. Das mit der dunklen Magie überall in der Stadt klingt nicht gut. Es ist nicht nur das. Ich glaube, das Leben des Erzmagiers ist in Gefahr. Was? Es gab einen Anschlag, oder vielleicht gab es einen. Alistair besteht darauf, dass es Zufall war. Aber wie oft lösen sich tonnenschwere Wasserspeier vom Magierturm, wenn er gerade darunter steht? Ich habe so viele Ratten, wie ich entbehren kann, zu seiner Bewachung abgestellt. Aber du musst auch die Augen offen halten, Wilbur. Ich? Nicht nur in der Stadt geht etwas vor sich, auch hier in der Schule. Wir brauchen Informationen. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Alistair hat dich endlich offiziell zum Geheimdienstchef ernannt, wie ich gehört habe. Vom König der Diebe zum hohen Staatsbediensteten? Allerdings. Hat ganz schönen Wirbel gegeben. Es ist das erste Mal, dass eine Ratte einen offiziellen, inoffiziellen Regierungsposten innehat. Nicht wenige sind der Meinung, dass bei so vielen arbeitslosen Menschen keine Jobs an Ratten vergeben werden sollten. Keiner kennt sich so gut in der Stadt aus wie ihr Ratten. Du hast mir damals bei meiner Magierausbildung geholfen, weißt du noch? Hast mir Trankzutaten besorgt und meinen großartigen Zauberstab. Und du hast dafür Timmy und meinen ganzen Clan von dem Verhungern gerettet. Das vergessen wir dir nie, Wilbur Wetterquarz. Timmy hat mich heute Morgen in meiner ersten Unterrichtsstunde sehr unterstützt. Ja, er hat sich gut gemacht. Will unbedingt Magier werden, so wie sein großes Vorbild. So wie der Erzmagier? Nein, so wie der Held des Schwarzen Turms. Für Timmy und viele andere bist du einer der Helden, die den Krieg beendet haben. Oh. Dann rede ich am besten mal mit dem Direktor und frage ihn, was ich für ihn tun soll. Was immer es ist, du solltest es tun und dir nichts anmerken lassen. Aber halte nebenbei Ausschau nach ungewöhnlichen Dingen. Naja, Dinge, die selbst in einer verzauberten Magierschule ungewöhnlich wirken. Verstanden. Treffen wir uns nach Feierabend unten im Gasthaus? Dann können wir Neuigkeiten austauschen. Ich hoffe mal, Direktor Bloch wird mich nicht die ganze Nacht beschäftigen. Du schaffst das schon. Du hast die Schattenarmee besiegt. Vergiss das nicht. Ja, nur damals war ich auch nicht ganz allein. Was ist das? Noch eine Buchseite. Ich stecke sie ein. Ich sollte erst mit dem neuen Schuldirektor sprechen, bevor ich die Schule verlasse. Ich will einen möglichst guten Eindruck machen und sollte ihn nicht warten lassen. Die Schule war in einem schrecklichen Zustand, nachdem sie wieder aufgetaucht ist. Es hat Tage gedauert, bis wir uns im Erdgeschoss halbwegs frei bewegen konnten. In den oberen Stockwerken waren wir noch gar nicht. Als ich vor ein paar Tagen zum ersten Mal in die Schule gekommen bin, habe ich mich bei seinem Anblick sehr erschrocken.
Ich meine, ich kannte Ritterrüstungen aus Büchern. Aber wenn man sich vorstellt, dass darin ein Mensch steckt, und das schon seit Jahrzehnten. Vielleicht zeigen die Farben und Formen auf dem Wandteppich, wem der Ritter einst gedient hat. Ich kenne mich mit diesen Dingen leider nicht gut aus. Im Weißkammgebirge gab es keine Ritter. Vermutlich, weil sie alle im Schnee versunken wären. Der Wandteppich ist in einem miserablen Zustand. So wie alles hier. Die Farben sind verblasst und... Hey, da ist sogar ein Faden lose. Der Teppich scheint magisch zu sein. Erst war es nur ein ganz kurzer Faden. Jetzt ist er bestimmt 4 Schritt lang. Ich reiße ihn durch und nehme ihn mit. Magischen Faden kann man immer gebrauchen. Ein Hebel. Keine Ahnung, was der tut. Ein Hebel. Und tschüss. Wenn man Wesen beschwört, erschafft man sie nicht wirklich, habe ich gelesen. Man ruft sie vielmehr von einem anderen Ort zu sich. Ich weiß nicht, wo die Kobolde hergekommen sind, aber sie machen nicht den Eindruck, als wollten sie bald dorthin zurück. Das ist doch albern. Wer immer in der Rüstung steckt, muss schon lange tot sein. Außer es ist ein Gespenst. Wir haben kistenweise Schrott und Müll aus der Schule getragen. Die Bretter da haben wir wohl übersehen. Ich nehme sie mit. Erledigt ist erledigt. Die Schule ist nicht im besten Zustand. Der gröbste Schrott und Müll wurde schon beseitigt. Aber es wird noch Wochen dauern, bis alles sauber und aufgeräumt ist. Direktor Bloch? Ah, Professor Wetterquarz. Da sind Sie ja endlich. Ich habe einige Aufgaben für Sie. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit. Ich will offen sein, Professor Wetterquarz. Sie haben ein Magierdiplom, haben aber nicht die erforderlichen Prüfungen abgelegt, um als Lehrer arbeiten zu können. Beglaubigte Zeugnisse? Eine schriftliche Bewerbung? Nichts. Sie sind nur auf Empfehlung des Erzmagiers hier. Das stimmt, aber es gibt nun einmal einen Magiermangel und jeder muss sein Bestes tun, um... Sein Bestes tun ist schön und gut. Es ersetzt aber nicht die formelle und eigentlich obligatorische Ausbildung zum Lehrkörper für höhere Magie. Ich habe vielleicht keine formelle Lehrerausbildung, aber ich habe meine Schüler in der ersten Stunde begeistert. Ich habe gezaubert und man konnte richtig sehen, wie der Funke übergesprungen ist. Nicht wörtlich natürlich. Es war kein Feuerzauber oder sowas. Sie haben gezaubert? Ja, und jetzt wollen Sie das auch können. Sie wollen es lernen. Laut meinen Aufzeichnungen stand Geschichte der Zauberei auf dem Lehrplan. Ja schon, aber... Professor Wetterquarz, es ist für den Lehrerfolg von entscheidender Bedeutung, den Schülern feste Strukturen zu bieten und sich exakt an den Lehrplan zu halten. Ja, aber die Schüler... Hätten sie eine ordnungsgemäße Ausbildung genossen, wäre ihnen das bekannt. Ich werde diese Verfehlung in ihrer Akte vermerken. Und zukünftig haben sie sich an den Lehrplan zu halten, werter Kollege. Aber Erzmagier Alistair traut mir zu, hier an der Schule zu unterrichten. Nun ja, Magier haben einen wohlbekannten Hang zum Chaos. Ich versuche noch immer, mir einen Überblick zu verschaffen. Die Aktenführung in dieser Schule spottet jeder Beschreibung.
Ratsvorsitzende Van Buren will diese Lehranstalt neu organisieren und endlich Struktur in die Sache bringen. Ich unterstütze sie voll und ganz in diesem Ziel. Das korrekte Führen der Schulakten muss wieder die vornehmliche Aufgabe des Lehrkörpers werden. Nur so ist eine effiziente Kontrolle des Lernfortschritts und der Lernmethoden möglich. Sie haben vorhin Aufgaben erwähnt, Herr Direktor. Richtig. Ich habe zwei Aufgaben für Sie. Wie Sie vielleicht wissen, soll morgen früh die Schule vom Erzmagier offiziell eingeweiht werden. Wichtige Vertreter aus Politik und Wirtschaft werden anwesend sein und wie Sie unschwer sehen können, befindet sich die Schule in keinem angemessenen Zustand. Ratsvorsitzende Van Buren hat einen Hausmeister eingestellt, doch er kann die Arbeit alleine nicht schaffen. Helfen Sie ihm bis morgen, den Boden in der Eingangshalle zu reinigen und die Spinnweben zu entfernen. Ich soll die Eingangshalle fegen und von Spinnweben befreien? Ist das wirklich meine Aufgabe als Lehrer? Ja, allerdings. Eine Schule ist eine Teamaufgabe, also müssen Sie tun, was ich Ihnen sage. Wenn Sie gesagt hätten, ich solle die Flugkobolde loswerden, hätte ich das ja noch verstanden. Welche Flugkobolde? Wenn hier magisches Ungeziefer herumschwirrt, muss es entfernt werden. Kümmern Sie sich darum, Wetterquarz. Boden, Spinnweben, Flugkobolde. Bringen Sie das in Ordnung. Und abgesehen vom Aufräumen, was gibt es noch zu tun? Die Inventur hat ergeben, dass diverses Schuleigentum abhanden gekommen ist. Unter anderem die Schulbibliothek. Ein Raum fehlt? Korrekt. Ich habe den Erzmagier danach gefragt und er bestätigte mir, dass es den Raum früher gab. Er weiß nicht, wo der Raum jetzt ist, sprach davon, dass er sich vielleicht verstecke oder gerade auf Reisen sei. Ich finde das ungehörig. Ich will diesen Raum. Wir sind eine Schule und brauchen eine Bibliothek. Das finde ich auch. Aber wo soll ich anfangen zu suchen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie sind der Magier. Sie unterstützen die Ratsvorsitzende bei der Wahl, oder? In der Tat. Wir müssen schnellstmöglich einen umfangreichen Beamtenapparat aufbauen und die Wirtschaft ankurbeln. Dafür erscheint mir die Ratsvorsitzende die logischere Wahl als ein Magier. Aber keine Angst, Wetterquarz. Ich halte Ihnen Ihre politische Naivität nicht vor. Als Schuldirektor bin ich neutral und handle stets nach den Regeln der Schule. Und in der Schule ist politische Einflussnahme verboten. Erzählen Sie das mal der Ratsvorsitzenden Van Buren. Was ist das? Eine der Wahlkampfbroschüren, die Ratsvorsitzende in meinem Klassenraum ausgelegt hat. Ich werde mich darum kümmern. Sie verlangen sehr viel. Ich weiß nicht, ob ich das alles bis morgen früh schaffen kann. Bis morgen früh? Sie haben bis 72 Uhr Zeit. 72 Uhr? Ich habe mein eigenes metrisches System der Zeitmessung entwickelt. Ein Tag hat 100 Stunden, die aus 100 Minuten a 100 Sekunden bestehen. Alles andere ist zu verwirrend. Dann habe ich noch nicht einmal bis morgen früh Zeit? Für einen ordnungsgemäß diplomierten Lehrer stellt es kein Problem dar, auch mal das Unmögliche zu schaffen. Oder soll ich in Ihrer Akte vermerken, dass Sie sich den Ihnen gestellten Aufgaben nicht gewachsen fühlen? Nein, ich werde es schaffen. Sehr gut. Danach können Sie Feierabend machen und den morgigen Schultag vorbereiten. Die Sache ist klar. Direktor Bloch will mich scheitern sehen. Aber erstens werde ich den Erzmagier nicht enttäuschen. Zweitens mag ich diese Schule. Und eine Schulbibliothek wäre toll für die Schüler. Und drittens gibt mir die Arbeit für den Direktor die perfekte Gelegenheit, die Augen für Remy offen zu halten. Allardyce, Albert. Er scheint ein sehr guter Schüler gewesen zu sein. Aber es gibt viele Einträge wegen unangebrachter Zwischenrufe und Fragen. Und was ist das?
Axel A. Aronson. Axel kann seine Schulgebühren nicht mehr bezahlen, da er sein ganzes Geld zwielichtigen Spielemachern anvertraut. Beaveris Deepwood. Beaveris versuchte, Holz in Gold zu verwandeln. Am Ende kam Mahagoni heraus, das er wiederum für viel Gold verkaufte. Brian Blackstone. Schüler Brian gelang als jüngstem Schüler überhaupt ein Teleportationszauber. Er teleportierte sich 20 Meter in die Luft und stürzte in den Tod. Bernison, Troll. Bernison von der Hochwindsee brachte den Südflügel der Schule durch einen Nieser zum Einsturz. Daniel A. Lockenhabicht. Schüler Lockenhabicht beschwor einen magischen Wald und ward seitdem nicht mehr gesehen. Disaster. Der Schüler Disaster kam bei einer verheerenden Explosion in der Nähe eines Kamins ums Leben. Sein letzter Aufsatz, von der Entwicklung meines Furzspruchs, wird seinen Hinterbliebenen übergeben. Elmer Frog. Elmers Vater, der königliche Henker, bat uns, die Schulakte seines Sohnes einsehen zu dürfen. Mit Elmer ist alles in Ordnung. Wirklich. Ganz toller Junge. Sieht aus, als wären hier ein paar Seiten rausgerissen worden. Fluffy Fofoffoff. Verwandelte pures Gold in ein schmackhaftes Stück Brot und widerlegte damit die alte Redensart, dass man Gold nicht essen könne. Heike Granger. Hexe Heike nutzt trotz mehrfacher Verwarnungen den schuleigenen Palantir für Ferngespräche. Friederike Sillybottom. Friederike Sillybottom hat beim Stadtrat eine Namensänderung beantragt. Sie wird ab sofort als Friederika Sillybottom geführt. Ingemar Thunderflash. Trotz mehrfachem Nachfragen will uns der Schüler Ingemar seinen echten Nachnamen nicht nennen. Niemand heißt Thunderflash. Yoda Grüngnom. Gute magische Fähigkeiten, aber fürchterliche Grammatik. Lennart, der Akademiker. Lennart, der Akademiker, Zauberer mit Köpfchen an den Knöpfen, brach mehr Hirne als Herzen. Zuletzt sein eigenes, was ihm eine Zelle in der Irrenanstalt von Arkhamstein einbrachte. Levin von den Hügeln. Begabter Feuer- und Wassermagier. Leider löschen sich seine Talente gegenseitig aus, sodass er als einer der unfähigsten Magier seines Jahrgangs gelten muss. Marcel makes a lot. Schüler Marcel beschwört große, haarige Säugetiere und weigert sich, damit aufzuhören. Marco Tittenfurz. Marco benutzt absichtlich Wörter wie Sacknaht, Drecksack und Tittenfurz, weil er glaubt, mir wäre es zu peinlich, sie hier niederzuschreiben. Mario Mushroom. Mario springt anderen Leuten auf die Köpfe, zündet sie an und nennt das Ganze gewaltlos. Mark aus den Südlanden. Lord Mark aus den Südlanden kokelte gestern mehrere Lehrer an und überflutete die Turnhalle. Schon wieder. Möwi van Hein. Möwi van Hein verwandelte das Schulschaf in einen Affen, obwohl der Bibliothekar ausdrücklich keine Affen in der Schule erlaubt. Omadon Mudillo. Omadon wurde der Schule verwiesen. Es stellte sich heraus, dass er ein Armadillo in einer Pinguinverkleidung mit einem Schild war, auf dem Mu stand. Das ist mehr als seltsam. Pabba der Große. Pabba der Große, einziger Schüler dieser Akademie, dessen Breite seine Höhe übersteigt, erhielt heute seinen Abschluss. Er wird uns fehlen.
Percy Smith. Der Schüler Percy Smith hat während des Lauftrainings in einem Abfalleimer eine Stinkbombe explodieren lassen. Die Schüler liefen nie schneller. Schüler Smith erhält eine Auszeichnung. Peter, Troll. Die Jägergilde hat uns gebeten, einen neuen Hausmeister zu suchen. Das Schnarchen und Schmatzen des mürrischen Trolls Peter vertreibe die Wildtiere im Umkreis von Meilen. René Beetle. René behauptet, mit einer gewissen Lucy in einem Himmel voller Diamanten gewesen zu sein. Mädchenbesuche sind in dieser Schule streng untersagt. Pilze ebenso. Russell, der Untote. Der untote Zauberer Russell häutet sich ohne Unterlass. Es liegen zahlreiche Beschwerden des Putzpersonals vor. Sascha Schalleshukulatsch. Dieser Eintrag wurde nur hinzugefügt, um jemandem, der ihn laut vorlesen muss, das Leben schwer zu machen. Sorry. Hey, das ist nicht nett! Serena Derbmancer. Serena entdeckte durch Zufall eine neue Art der Magie. Ein zweiter, davon völlig unabhängiger Zufall sorgte für die Zerstörung des Labors. Speed Stir. Dokument nicht gefunden. Meinen Sie vielleicht Speedster oder Speedstar? Taragor Biratan. Taragor verlor das heutige Bogenschießen, da er seinen Bogen in die falsche Richtung abfeuerte. Wir haben seiner Familie Blumen geschickt. Toby Corner. Toby von der Corner. Runde Sprüche? Mangelhaft. Eckige Sprüche? Gut. Schaukasten, der die Erfolge von Schülern dieser Schule dokumentiert. Einige Sporttrophäen, Bilder von erschlagenen Drachen, Schüler vor qualmenden Töpfen. Besonders stolz scheint man auf einen Pokal zu sein, den man bei einem Besenballturnier gewonnen hat. Besenball hieß ursprünglich anders. Es wurde auf fliegenden Besen mit 6 geflügelten Bällen gespielt. Aber dann gab es Urheberrechtsbedenken. Deswegen ist es heute wie Fußball, nur dass jeder Spieler einen Besen auf den Rücken geschnallt hat. Der Schaukasten lässt sich nicht ohne weiteres öffnen. Er ist mit einem Schloss gesichert. Ein schöner Blasebalg. Damit kann man ein Feuer ordentlich anfachen. Ich habe zu Hause oft den Blasebalg bedient, wenn Opa, Papa oder meine Schwester etwas schmieden wollten. Du bist der wichtigste Gnom bei dieser Angelegenheit, haben sie dann oft gesagt. Kamin-Netzwerkplan steht auf dem Blatt. Es zeigt zahlreiche dicke, schwarze Punkte, die mit Linien verbunden sind. Über jedem der Punkte steht ein Name. Seefelds Magierturm Eingangshalle, Postkutschenstation, Fuchsbau und viele mehr. Unter den Punkten sind jeweils 3 Tiersymbole zu finden. Davon habe ich gehört. Zauberer benutzen ein Pulver, um durch das Feuer von einem Kamin zu einem anderen zu reisen. Das funktioniert natürlich nicht mit jedem Kamin. Er muss im Kaminnetzwerk sein. Und dieser Plan zeigt an, welche Kamine miteinander verbunden sind. Ein beeindruckender Kamin. Würde er brennen, wäre es hier in 0, nichts angenehm warm. Das muss die beste Uhr der Welt sein. Die meisten haben nur 2 oder 3 Zeiger. Die da hat mindestens 10. Ein ordentlicher Stapel Feuerholz. Mehr als genug, um ein anständiges Feuer zu machen. Es ist sehr kalt hier. Ich mache mal ein kleines Feuer, in Ordnung? Haben Sie etwa vor, Schuleigentum zu verbrennen? Nein, ich... Hier liegt Feuerholz. Ja, und es gehört der Schule. Oh, sicher. Einer der Punkte wurde mit schwarzer Tinte eingekreist. Seefelds, Zaubererschule, Lehrerzimmer. Das ist dieser Kamin.
Es führen ein paar Linien von hier weg. Selbst hier im Gebäude scheint es noch zwei weitere verbundene Kamine zu geben. Seefelds Zaubererschule Astronomikon und... Hey! Seefelds Zaubererschule Bibliothek. Wenn dieser Kamin mit dem Kamin der Bibliothek verbunden ist, kann ich sie durch ihn vielleicht erreichen. Oh, wie hübsch! Ein aus einem Blatt Papier gefalteter Schwan. Das ist Origami, eine alte elfische Kunstform. Das zwergische Wort für diese Kunstform bedeutet so viel wie Spitzohren bauen Staubfänger aus Papier, weil sie mit Steinen nicht umgehen können. Hey, das ist nicht irgendein Blatt. Das ist doch... Tut mir leid, Schwan. Tatsächlich. Noch eine Buchseite. Ich stecke sie ein. Ob er auch für die Schule arbeitet? Auf seine Art? Oder geht es ihm nur darum, der Ratsvorsitzenden einen Vorteil im Wahlkampf zu verschaffen? Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Ja? Warum haben so viele der Zettel auf Ihrem Schreibtisch ein Loch in der Mitte? Das ist die Luftpost. Man steckt die Nachricht auf den Schnabel der Brieftauben. Kein optimales Verfahren. Erstens hat man zwangsweise Löcher in Papier und zweitens fliegen die Tauben laufend gegen Felswände. Ich glaube, dafür gäbe es eine einfache Lösung. So? Man könnte die Briefe einfach direkt auf die Tauben schreiben. Solange es weiße Tauben sind und man schwarze Tinte benutzt, müsste der Text gut zu erkennen sein. Kein schlechter Gedanke. Nur macht das die Archivierung schwieriger. Ihnen scheinen Akten sehr wichtig zu sein. Ordnung ist sehr wichtig. Akten sind ein Werkzeug dafür. Ich habe einen Zauberspruch-Schnellhefter. Löblich. Vielleicht können Sie dann hiermit etwas anfangen? Zaubersprüche haben in meinen Akten nichts zu suchen. Archivieren Sie ihn, Herr Kollege. Gern. Wegen der... Ja. Wenn ich die Eingangshalle schon reinigen soll, gibt es dann wenigstens brauchbare Putzutensilien hier? Der Hausmeister-Troll wurde entsprechend versorgt. Fragen Sie ihn. Die Spinnweben in der Eingangshalle hängen sehr hoch. Und? Es ist Ihnen vielleicht nicht aufgefallen. Aber ich bin ein eher durchschnittlich großer Gnom. Das kann keine Entschuldigung sein. An die Arbeit. Kann nicht der eine oder andere Kobold einfach hier in der Schule bleiben? Immerhin sind es magische Kreaturen. Die Schüler könnten sie untersuchen und mit ihnen spazieren gehen. Randalierende Kobolde in meiner Lehranstalt? Dazu wird es nicht kommen. Sie müssen weg. Schade. Wegen des Kaminreiseplans da drüben. Ja? Darauf sind für diese Schule gleich mehrere Kamine eingezeichnet. Natürlich. Große und wichtige Gebäude können mehr als nur einen Zugang zum Kaminreisenetzwerk haben. Einer davon scheint in der vermissten Bibliothek zu sein. Guter Gedanke, Wetterquarz. Untersuchen Sie das. Bin schon dabei. Aber selbst wenn der Kamin noch zu erreichen wäre, braucht man für die Benutzung des Netzwerkes nicht ein spezielles magisches Pulver? In der Tat. Man benötigt extrem seltenes und wertvolles Kaminreisepulver. Nur hochrangige Staatsbedienstete erhalten kleinere Mengen davon. Danke. Wetterquarz, haben Sie mir nicht zugehört? Nur Beamte höheren Ranges erhalten etwas für den persönlichen Gebrauch. Aber ich dachte, ich soll die verschwundene Bibliothek finden. Natürlich, aber doch bitte ohne mein Kaminreisepulver zu verschwenden. Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Nur zu.
Wow, der neue Hausmeister-Troll. Guten Tag. Hallo. Ich bin Wilbur Wetterquarz. Professor Wilbur Wetterquarz. Ich bin der Lehrer für... Also, ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wenn du mit dir reden würdest, könnten wir gemeinsam viel mehr für die Schule erreichen. Nun komm schon. Ich verlange, dass du mit mir redest. Na toll. Noch einer, der hier Forderungen stellt. Was machst du gerade? Wonach sieht es aus? Es sieht aus, als würdest du die Halle sauber machen. Also, ab und zu. Ein wenig. Na, ist mein Job. Bin Hausmeister. Was dagegen? Bist du schon lange Hausmeister? Und was genau ist dein Aufgabengebiet? Ich schmeiß den Laden hier. Ach. Ohne mich läuft nichts. Das kapiert nur keiner. Verstehe. Allerdings haben auch die Lehrer, die Schulleitung und andere einen kleinen Anteil am Erfolg der Schule, nicht wahr? Was für ein Erfolg? Hast dich in dem Loch hier mal umgesehen? Eklig. Alles dreckig und heruntergekommen. Ja, es ist in der Tat relativ dreckig hier. Wäre es nicht deine Aufgabe, etwas dagegen zu tun? Was meinst du, was ich hier gerade mache? Könnte noch etwas dauern, bis du mit dem Saubermachen fertig bist, oder? Wenn du das sagst, Schlaumeier. Ich wette, Ratsvorsitzende Van Buren hatte die Stelle hier verschafft. Klar, sie wollte den Besten. Naja, ich glaube eher, es wäre ihr ganz recht, wenn es hier in der Schule nicht voranginge. Weißt du, was dein Problem ist? Du bist ein Schwätzer. Bert meint das auch. Wer ist Bert? Ein Kumpel von mir. Er findet auch, dass du ein Schwätzer bist. Aber ich kenne Bert nicht. Selbst wir haben uns doch gerade erst getroffen. Du sagst also, dass ich lüge. Das ist genau das, was Bert, mich und die anderen so an dir stört. Es gibt doch gar keinen Bert. Du lebst sowas von in deiner eigenen Welt, Schwätzer. Direktor Bloch hat angeordnet, dass wir zusammen die Eingangshalle reinigen und von Spinnenweben befreien sollen. Bin doch schon dabei. Ja, aber es scheint nicht gut voranzugehen. Du kannst es natürlich besser, hä? Das nicht. Nur vielleicht kannst du Hilfe gebrauchen. Hast du noch andere Putzutensilien? Besen, Kehrblech? Klar habe ich alles. Gebe ich dir aber nicht. Besorg dir den Kram selber. Was soll denn das? Ich biete dir meine Hilfe an und erspare dir damit viel Arbeit. Heul doch. Sieh mal, du hast die Aufgabe, die Eingangshalle zu reinigen. Ich habe die Aufgabe, die Eingangshalle zu reinigen. Wenn wir zusammenarbeiten, geht es für beide schneller. Leuchtet dir das nicht ein? Klar, Professor Superschlau muss es ja wissen. Alle anderen sind ja nur Idioten. Das sage ich ja gar nicht. Aber es ist nun mal Fakt, dass... Keine Ahnung von gar nichts haben, aber sich hier aufspielen, was? Es ist ganz offensichtlich, dass... Keine anderen Meinungen zulassen. Das hatten wir hier schon mal, weißt du? Scheiß Faschist. Ich will keinen Streit mit dir. Deine Eltern sind Geschwister. Alle drei. Jetzt mal ernsthaft. Ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Bitte. Du kommst mit deinem Leben nicht klar, hä? Und jetzt soll ich das wieder für dich regeln, wie immer. Du hast mir noch nie geholfen. Wir kennen uns überhaupt nicht. Oho, der feine Herr hält sich für was Besseres und kennt uns plötzlich nicht mehr. Ich glaube langsam, es macht dir Spaß, mich zu ärgern. Alle hassen mich nur, weil ich geil bin. Niemand hasst dich. Doch, die Leute behaupten, ich sei arrogant. Aber woher wollen die das wissen? Mit denen gebe ich mich doch gar nicht ab.
Und weißt du, was der Hammer ist? Nein. Ein Werkzeug. Idiot. Direktor Bloch hat ausdrücklich angeordnet, dass du mir etwas von den Putzutensilien abgeben sollst. Aha. Also, tust du es? Klar. Dann gib her. Natürlich. Du veralberst mich, oder? Nein. Egal, was ich tue, du gibst mir nichts zum Saubermachen, oder? Doch. Ich werde mir selber einen Besen besorgen. Ich halte für einen Freund die Augen auf. Informier mich bitte, wenn es hier in der Schule besondere Vorkommnisse gibt. Hä? Naja, wenn sich zum Beispiel jemand in der Schule herumtreibt, der hier nichts zu suchen hat. Wenn Dinge verschwinden oder sowas. Da war ein Penny in der Tür. Wie bitte? In der Ausgangstür war ein Penny, ging nicht mehr auf. Aha, das ist wohl eher nicht so wichtig. Hast du den Penny da reingesteckt? Nein. Ich behalte dich im Auge, Freundchen. War schön, mit dir zu reden. Ich verstehe gar nicht, warum so viele nicht mit Trollen reden wollen. Alles Arschlöcher. Wollen nicht, dass wir unsere Meinung sagen. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Deswegen lasse ich dich ja reden. Ja, aber dann wird von dir alles, was ich sage, runtergemacht. Wer hat dich hier eigentlich zum Sheriff ernannt? Mit dieser Schule geht es bergab und das schon seit langem. Seitdem du und ein paar andere hier sind, gibt es nur noch Stress. Du bist doch erst seit heute hier. Früher war das nicht so. Aber jetzt muss hier alles politisch korrekt sein. Oder man wird sofort zum Schweigen gebracht. Ja, gut. Wiedersehen. Die Tür zur Zaubererschule besteht eigentlich aus mehreren Türen. Eine für große Wesen wie Trolle, eine für Menschen und Elfen und dergleichen. Dann gibt es eine für Zwerge und Gnome und eine für noch kleinere Wesen. Das soll symbolisieren, dass jeder in der Schule willkommen ist. In der Realität werden allerdings fast nur Menschen Magier. Ich bin der erste Nichtmensch seit vielen Jahren, der es zum Diplom-Magier geschafft hat. Hoffentlich bringt das andere dazu, es auch zu versuchen. Ein paar alte Münzen. Sie müssen lange unter Wasser gelegen haben. Man kann die Prägung kaum noch erkennen. Wenn ich eine Münze in den Türspalt auf der Seite mit den Scharnieren stecke, kann die Tür nicht mehr geöffnet werden. Erledigt. Und der Hausmeister hat nichts bemerkt. Hallo. Alter, muss ich ständig nerven? Direktor Bloch will die Kobolde loswerden. Hat er mir nicht gesagt. Aber mir. Und ich will, dass du mir hilfst. Wollen kann man viel. Warum bist du so? Wie? So unfreundlich, destruktiv und arschig. Trolle trollen. Schon klar, dass du nicht helfen willst. Du kannst es gar nicht. Du bist nicht geschickt und klug genug, um den Kobold zu fangen. Ich kann alles besser als du. Das steht schon mal fest. Aber beweisen muss ich dir gar nichts. Naja, macht nichts. Eigentlich mag ich die Kobolde sogar. Um ehrlich zu sein, bin ich sogar stolz auf sie. Hab schon bessere gesehen. Ja, aber mich würde es sehr ärgern, wenn jemand die Kobolde verscheuchen würde. Hm? Sprichst du mit mir? So kann das doch nicht weitergehen. Willst du dein ganzes Leben lang wirklich nur ein unbeliebter Störenfried sein? Einer, der anderen das Leben schwer macht, ohne jemals selber etwas zu leisten? Bla bla bla. Was ist? Ist dir gerade deine eigene Dämlichkeit aufgefallen? Du...
Willst du dich entschuldigen? Ha, Loser. Das war unerfreulich. Ich glaube, da steckt eine Münze in der Tür. Sie lässt sich nicht mehr öffnen. Hast du die Münze da reingesteckt? Nein. Ich hasse es, wenn die Türen blockiert werden. Ein großer Schlüsselbund. Vermutlich sind das alle Schulschlüssel, die es gibt. Nein, das wird nichts. Der Schlüsselbund ist an seinen Gürtel geknotet. Er würde mich bemerken, wenn ich hinter ihm stehen und an seinem Gürtel herumfummeln würde. Ein Zauberspruch. Jemand hat an den Rand eine Notiz geschrieben. Direktor Pinkerton. Dieser Zauberspruch kursiert momentan in der Schule. Er öffnet Laschen, Knoten, Schleifen und dergleichen. Es gibt fast keinen Schüler oder Lehrer mehr in der Schule, der hochgezogene Hosen vorzuweisen hat. Wir müssen dem dringend Einhalt gebieten. Wie es scheint, lässt sich Magie nicht nur für ernsthafte Dinge einsetzen. Jetzt aber schnell. Omnia nunc aperuero. Na also, und er hat nichts gemerkt. Hab sie. Ist es nicht seltsam? Hausmeister haben immer einen Universalschlüssel und den größten Schlüsselbund. Einer dieser Schlüssel müsste doch passen. Na also. Was sind das für Geräusche, Professor Wetterquarz? Ich habe nur einen hässlichen Fleck von unserem Schaukasten entfernt. Die Erfolge unserer Schule sollten für alle Welt als leuchtendes Beispiel zu sehen sein. Gut gesprochen. Als noch auf fliegenden Besen gespielt wurde, hatten die Besen links und rechts Fußstützen. Seitdem die Besen aber nur mitgeschleppt werden müssen, sind es ganz normale Besen. Also gut, Ärmel hochgekrempelt, ein Lied auf den Lippen und los geht's! Wem mache ich was vor? Der Dreck ist festgetreten und löst sich kaum vom Boden. Der Besen ist unhandlich und die Halle ist groß und ich hasse Putzen. Es würde Stunden dauern, bis ich fertig bin. Es muss eine bessere Lösung geben. Warum arbeiten, wenn man auch zaubern kann? Der Automatisierungszauber. Mal sehen. Warum arbeiten, wenn man auch zaubern kann? Mein Zauberwesen fegt fleißig vor sich hin. Ich denke, ich kann ihn alleine lassen und mich um andere Dinge kümmern. Bei Magie kann eigentlich nie was schiefgehen. Mein Zauberwesen fegt.
Was ist das denn? Ein Geschenk? Für Wilbur. Ah. Wow, das ist... Was ist das? Ich bin eine magische Schiefertafel. Eine Schiefertafel, die sprechen kann? Ich kann sprechen, schreiben, zeichnen, rechnen, singen, dichten und vibrieren. Und ich kann fast jede Frage beantworten. Wow! Du siehst ziemlich teuer aus. Danke. Und du bist ein Geschenk? Du gehörst jetzt mir? Das Geschenkpapier und die Grußkarte lassen diesen Schluss zu. Aber wer ist A? Ungenügende Parameter. Vielleicht Alistair, der Erzmagier. Mordred Michael Mechthild Alistair, Erzmagier von Seefels. Er dachte wohl, ich könnte etwas Hilfe benötigen. Sehr lieb von ihm. Mechthild. Kann man auf dir Spiele spielen, die zunächst kostenlos zu sein scheinen, die einem dann aber langfristig viel mehr Geld aus der Tasche ziehen, als sie wert sind? Nein. Ich bin ein Arbeitsgerät und wurde nicht für unproduktive Beschäftigungen wie Spiele entwickelt. Schade. Ich wette, du bist bestimmt voll nützlich. Ungenügende Parameter. Na hör mal, man kann auf dir schreiben und malen und so. Kennst du ein paar Zaubersprüche? Nein. Kannst du mir Tipps geben, wie ich meine Aufgaben lösen kann? Solange es nicht um Rezepte geht, vermutlich nicht. Ich mag dich trotzdem. In Ordnung. Over und out. Hey, lass das! Er hat das Bild dieser hübschen Prinzessin geküsst. Besser, ich bringe sie in Sicherheit. Ich habe das Märchenbuch vor dem aufdringlichen Kobold gerettet. Vielleicht kann ich das Buch benutzen, um ihn damit in eine Falle zu locken. Das ist der Tisch von Chantal. Der unterschiedlicher können Timmy. Er war ganz verrückt nach dem Märchenbuch. Oder besser gesagt, nach den Bildern der Prinzessinnen darin. Das gehört sich nicht! Vielleicht kann ich ihn in eine Falle locken. Hey, schau mal! Das Buch! Jetzt habe ich dich. Naja, irgendwie. Eingesperrt an einem dunklen Ort, zusammen mit dem Märchenbuch. Zeit für Verhandlungen. Hallo? Hörst du mich? Nein. Ich hab nichts gegen dich. Aber du musst die Schule verlassen. Hier drin ist es zu gefährlich für euch und ihr stört den Betrieb. Ich öffne jetzt langsam die Tischplatte und du kommst friedlich mit, einverstanden? Also gut. Da! Au! Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich
Ich sollte das Beste daraus machen. Ich verstaue ihn sicher in der Federmappe hier. Oh, ich glaube, er ist schon aufgewacht. Und der ist auf Krawall gebürstet. Vielleicht war es schon immer eine fleischfressende Pflanze. Vielleicht hat sie sich aber auch an ihre neue Umgebung angepasst, um zu überleben. Keine Sorge, kleine Pflanze. Ab jetzt werde ich mich um dich kümmern. Du musst nicht mehr hungern. Boah, das ist ja ekelerregend. Das riecht wie faule Eier. Oder wie Opa, wenn er Bohnensuppe gegessen hat. Ich halte mir die Nase zu. Das Gas stinkt wie Gas. Hab sie! Laut Klassenbuch soll das hier ein Feuermacher sein. Heutzutage kann sich jeder Streichhölzer beim Alchemisten kaufen. Aber zu Zeiten des jungen Allardyce verteidigten die Magier ihr Monopol wohl noch mit harten Bandagen. Ich habe eine volle Ladung Stinkgas in diesem Blasebalg. Also gut, wenn dieses Gas nicht brennbar ist, dann weiß ich auch nicht. Das war's. Die Maschine ist betankt. Dann wollen wir mal. Heureka! Wem sage ich das? Es ist niemand hier. Er ist schon fertig mit dem Boden. Zumindest würde ich das als sauber genug bezeichnen. Wenn er noch sauberer wäre, würde nur auffallen, wie dreckig alles andere hier ist. Also gut, Besen, du kannst aufhören. Besen, das war's. Hey, stopp! Stopp, habe ich gesagt! Ich könnte da ein kleines Problem haben. Der kleine Kerl in der Federmappe versucht, sich zu befreien. Er scheint ziemlich sauer zu sein. Besser, ich bin nicht das Erste, was er sieht, wenn die Federmappe geöffnet wird. Zeit für ein wenig Ablenkung. Hoffentlich stürzt er sich wirklich auf den Ersten, den er sieht, und nicht auf den Kleinsten. So, das wäre das. Als Nächstes... Weg! Haben Sie das gesehen, Wetterquarz? Unverschämtheit! Unglaublich, was man sich hier gefallen lassen muss. Ganz schlimm, Herr Direktor. Mit diesem Pulver kann man zu jedem Kamin reisen, der sich im Kaminnetzwerk befindet. Man muss es nur ins Feuer werfen und fest an die drei Symbole denken, die zum Zielkamin gehören. Uralte Bretter. Sie sind so trocken, dass sie beinahe zu Staub zerfallen. Ich hoffe, das ist kein Schuleigentum, das Sie da verbrennen wollen, Professor Wetterquarz. Es sind nur ein paar alte Bretter. Hier aus der Schule? Schon, aber sie hätten eh schon weggeworfen werden sollen. Sie hätten sie wegwerfen sollen, haben das aber nicht getan?
Ich hab mir gedacht, warum die Bretter wegwerfen und dann teures Brennholz verschwenden. Warum unnötig die Schulfinanzen belasten? Gut mitgedacht, Professor Wetterquarz. Machen Sie weiter. Oh Mann, auch außerhalb des Klassenraums ist der Job komplizierter, als ich gedacht hätte. Noch fehlen ein paar Seiten. Aber wenn ich Glück habe, finde ich alle und habe damit ein Buch gerettet. Die Nummer von Meister Markus nützt mir nichts mehr. Er ist bestimmt schon auf dem Weg zu seinem Live-Rollenspiel. Ein, zwei leere Blätter aus meinem Schnellhefter kann ich wohl entbehren. Ich reiße ein Blatt aus dem Notizblock in Streifen. Die sollten ausreichen, um das Feuer bis zum Kamin zu bringen. Versuchen wir's. Jetzt aber schnell. Geschafft. Nun mach schon! Brennen! Haben Sie etwas gesagt, Professor Wetterquarz? Ich bin nur gerade dabei, Feuer zu beschwören. Mit meinen magischen Fähigkeiten. Oh, Feuer! Komm herbei! Sachte, Herr Professor, fackeln Sie uns nicht gleich den ganzen Turm ab! Verzeihung. Über das Ergebnis kann man sich nicht beschweren. Aber wie kann es sein, dass ich Feuer beschworen habe, obwohl ich nur mit dem Stab herumgefuchtelt habe? Das gefällt mir nicht. Das Kaminreisepulver hat gut funktioniert. Ich benutze immer nur ein wenig. Dann sollte es lange halten. Da bin ich mal gespannt. Die Flammen haben sich verfärbt und das Feuer hat schlagartig seine ganze Hitze verloren. Ich glaube, es hat geklappt. Das Feuer ist kein normales Feuer mehr. Es ist ganz kühl und bringt mich zu jedem Ort des Kaminnetzwerks. Ich vermute, ich muss nur an die Symbole denken, die auf dem Plan neben dem Bibliothekskamin gemalt sind. Eule, Wurm und Ratte. Eule, Wurm und Ratte. Wow! Wo immer die verschwundene Bibliothek gerade ist, ich bin jetzt in ihr drin. Hallo? Was ist es? Was bin ich hier? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Wer spricht da? Es ist unheimlich. Es sollte nicht hier sein. Was zum... Es will sich losreißen! Hilfe! Es ist erwacht! Was will es? Wer seid ihr? Wir sind Bücher. Ja, Bücher. Das ist ein Wort. Und ihr seid lebendig? Das geht dich gar nichts an! Was ist geschehen? Ich habe die Bibliothek entdeckt und ich habe Geräusche gehört. Das wart dann wohl ihr?
Das Buch ist mächtiger als der... als der Dings. Wie heißt das noch? Also, zum Schreiben. Richtig. Das Buch ist mächtiger als der Dings. Okay. Dürfte ich vielleicht aufstehen? Es ist ziemlich unbequem hier. Haha, niemals! Aber irgendwann müsst ihr mich doch aufstehen lassen. Ist das möglich? Was? Dass wir ihn früher oder später aufstehen lassen müssen. Keine Ahnung. Die Antwort auf deine Frage ist, lautet, Schon gut. Ich bleibe erst einmal liegen. Ha! Genau wie, Ist die verschwundene Bibliothek euer Zuhause? Sie, ist nicht verschwunden. War immer hier. Für uns andere, da draußen ist sie verschwunden. Da draußen? Naja, in der Schule. Schule? Hast du davon schon mal gehört? Ich, man trägt sie an den Füßen. Für deine Füße war die Dings hier verschwunden? Ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber ihr macht auf mich einen leicht verwirrten Eindruck. Verwirrt? Ah, wir sind Bücher. Wir wissen alles. Was für Bücher seid ihr denn? Ich bin ein großes Philosophiebuch. Und mein Kamerad hier ist Dings. Ich bin ein man trägt Wörter darin ein und erklärt sie. Ein Worteintrag-Erklärungsbuch. Irgendetwas stimmt hier doch nicht. Wie wäre es, wenn wir zusammen herausfinden, was hier los ist? Man kann ihm nicht vertrauen. Wir wissen nicht, was es ist. Es ist kein Buch. Ich sage, wir werfen es aus dem Fenster, damit seine Blätter in alle Winde verstreut werden. Ich glaube, du hast recht. Es hat eigene Gedanken. Das ist nicht gut, denke ich. Tut mir leid, aber die Sache wird mir zu bunt. Vorsicht! Es reißt sich los. Au! Oh, oh. Es kommt direkt auf uns zu! Was für ein Monster! Ich will euch nichts tun, aber irgendetwas ist hier doch mehr als seltsam. Und ich lasse mich nicht aus dem Fenster werfen. Es soll weggehen. Wir mögen es nicht. Wir kennen es nicht. Es macht uns Angst. Garstiger Hobbit. Die Reise durchs Kaminnetzwerk ist alles andere als komfortabel. Man wird in einen Strudel gesogen und überall sind Öffnungen. Aber irgendwie bin ich trotzdem beim richtigen Kamin rausgekommen. Sofern ich keinen anderen Ausgang finde, könnte das Kaminnetzwerk mein einziger Ausweg sein. Aber um es benutzen zu können, brauche ich Feuer. Ob die Bücher schon immer lebendig waren? Oder wurden sie durch diesen Ort zum Leben erweckt? Und sollten Bücher nicht schrecklich kluge Geschöpfe sein? Warum sind diese hier so einfältig? Das ist seltsam. Die Schrift ist ganz blass und unscharf. Es ist fast so, als ob... Ja? Ich muss mich erst an lebendige Bücher gewöhnen. Ich glaube, da oben geht die Bibliothek noch weiter. Man kann kaum etwas erkennen, weil es so dunkel ist. Und ich sehe auch keine Leiter oder Treppe, die dort hinaufführen würde. Wenn der Bibliothekar nicht gerade ein Tier, ich meine, ein Affe war, weiß ich nicht, wie er dort hinaufkommen sollte. Diese Wand, dieser Bogen. Es sieht aus, als gehöre hier eine Tür hin, aber da ist nur eine kalte Steinmauer.
Es ist fast, als hätte sich dieser Raum vor der Welt versteckt. Oder wurde er vergessen? Die Bücher haben sich in die Regale zurückgezogen. Ich kann nicht sagen, welche von denen mich angegriffen haben. Hört mal, ich will euch nichts tun. Ich habe euch gesucht. Ihr sollt samt der Bibliothek zurück in die Schule kommen. Es will weggehen. Es macht uns Angst. Aber ich tue euch doch nichts. Wie kann ich das nur beweisen? Weg, weg! Ein Zettel? Das ist ein Zauberspruch. Ich glaube sogar... Ja, es ist der Feuerzauber. Der wichtigste Spruch für Zauberer. Endlich habe ich ihn. Wenn es hier nicht so unheimlich wäre, könnte die Bibliothek ein richtig schöner Ort sein. Ich glaube, früher war sie das einmal. Zierdeckchen sieht man sonst nicht in der Schule. Leer. Alles, was da mal drin gewesen sein könnte, scheint über den Schreibtisch verteilt zu sein. Ich brauche Holz für den Kamin. Und bevor ich Bücher oder ein Regal verbrenne, nehme ich lieber etwas, das niemand zu benutzen scheint. Der Schreibtisch sieht nicht aus, als sei er für lesende Schüler gedacht. Er könnte dem Bibliothekar gehört haben. Und wenn ich mir so die Werkzeuge ansehe, könnte ein großer Teil seiner Arbeit in der Pflege und Reparatur von Büchern bestanden haben. Noch eine Buchseite. Ich stecke sie ein. Oh, dieses Buch ist in einem mehr als schlechten Zustand. Es ist aus dem Leim gegangen und mehrere Seiten fehlen. Hier liegt eine der Seiten. Ich stecke sie ein. Wenn ich das Buch reparieren könnte, würde das die anderen Bücher vielleicht davon überzeugen, dass ich es gut mit ihnen meine. Ich müsste dafür die fehlenden Seiten zusammennähen und dann mit dem Buchrücken verleimen. Dumm, de du, de lüt. Hä? Weißt du etwas über Buchreparatur? Ich weiß alles. Man muss die Seiten zusammennähen, oder? Immer so ein paar Blätter. Korrekt. Die sogenannten Lagen. Und diese Lagen werden dann in das Buch geklebt? Korrekt. Man benötigt dafür Weizenstärke-Kleister. Den habe ich nicht. Alternativ können auch alchemistisch hergestellte Klebstoffe oder einige Naturprodukte, wie zum Beispiel Trollrotz, verwendet werden. Trollrotz? Korrekt. Trollrotz bildet die Grundlage vieler Industrieklebstoffe. Danke für diese wertvolle und etwas eklige Information. Leuchtquallen überleben normalerweise nur einige Jahre, wenn sich niemand um sie kümmert. Vielleicht haben die Bücher sie gefüttert, damit sie hier nicht völlig im Dunkeln hocken müssen. Wäre das nicht schrecklich, in einer Bibliothek eingeschlossen zu sein und nicht genug Licht zu haben, um all die wundervollen Bücher um einen herum lesen zu können? Das Holz ist alt und sehr trocken. Es müsste gut brennen. Davon sollte Direktor Bloch lieber nie erfahren. Ob Fridolin das Futter noch immer mag? Ich sollte eine neue Packung kaufen und es ausprobieren. Den leeren Hasenfutterkarton brauche ich wohl nicht mehr. Der Feuerzauber. Endlich. Jetzt kann ich immer und überall Feuer machen. Ignifaxius ignisfero. Langsam habe ich den Dreh richtig raus. Was hat es getan? Es hat den roten Fresser gerufen.
Das war der Rest des Kaminreisepulvers. Aber ich glaube, es hat gereicht. Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Ja. Ich habe den Hausmeister-Troll kennengelernt. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich bin auch nicht begeistert davon. Trolle sind missmutig, langsam und unverschämt. Aber was sollen wir tun? Sie haben den Hausmeistermarkt fest in Ihrer Hand. Wir müssen damit leben. Immerhin konnten wir einen guten Vertrag aushandeln. Wie meinen Sie das? Paragraph 1, Absatz 1. Der Troll darf mit keinem Schulangestellten oder Schüler sprechen, sofern er nicht explizit dazu aufgefordert wird. Wegen der Aufgaben. Ja. Ich habe eine gute Nachricht aus der Eingangshalle. Der Kampf gegen den Schmutz ist gewonnen. In Ordnung. Allerdings, wie ist Ihre Position zu verzauberten Gegenständen? Solange sie ordnungsgemäß funktionieren und kontrolliert werden können, kein Problem. Dann habe ich da noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Ich war in der Bibliothek. Sie ist in Ordnung. Mehr oder weniger. Tatsächlich? Wo ist sie? Naja, es ist nicht ganz einfach hineinzukommen. Man braucht ein bisschen Magie. Das ist inakzeptabel. Die Bibliothek ist ein Raum wie jeder andere auch in diesem Gebäude. Und sie muss damit leben, dass Personal und Schüler sie auf konventionelle Art betreten wollen. Durch die Tür. Aber wie? Es ist mir egal wie. Holen Sie den Raum zurück, Professor. Dann kann ich auch endlich dieses lose Blatt hier dahin zurückbringen, wo es hingehört. Was ich noch wollte. Dieser Zettel, den Sie da haben, er sieht aus wie eine Buchseite. Ja, so scheint es. Es handelt sich um einen unvollständigen Reisebericht. Der Reisende, offenbar ein Forscher, erzählt von einem Land namens Laputa. Dort sollen alle Künste, Wissenschaften, Sprachen und Handwerke auf eine neue Grundlage gestellt werden. Sehr spannendes Konzept, aber leider unvollständig. Wenn Sie mir die Seite geben, könnte ich vielleicht das dazugehörige Buch für Sie finden. Keine schlechte Idee. Ich brauche die gesamte Geschichte. Ich bin sicher, alles nimmt ein gutes Ende und kann als Vorbild für uns dienen. Hier, nehmen Sie. Sehr gern. Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Nur zu. Ich habe alle fehlenden Seiten des Buches gefunden. Jetzt müssen diese Seiten zu einer Lage zusammengenäht und anschließend in den Buchrücken geklebt werden. Das ist ein kleiner Knochen von diesem Fisch im Glasgefäß. Er ist sehr spitz und hier am Ende hat er eine Art Haken. Ein dünner, aber ziemlich reißfester Faden. Ungefähr anderthalb Drachenzehen lang. Ich könnte den Faden durch den Haken am Ende der Gräte ziehen und hätte dann eine Art Nadel. Hat funktioniert. Und ich kann sogar nähen. Mama hat es mir gezeigt, während Papa Sydney Schweißen beigebracht hat. Eine improvisierte Nadel und ein echter Faden. In Ordnung. Ich nähe die sieben zusammen. Geschafft. Eine schöne neue Buchlage. Ich habe die sieben herausgefallenen Seiten zu einer Lage zusammengenäht. Nun müsste ich sie in das beschädigte Buch in der Bibliothek einkleben.
und tschüss. Das ist es. Ich habe ihn ausgesperrt. Ein fein gearbeitetes weißes Zierdeckchen. Unnütz, aber hübsch. Hallo. Alter, muss er ständig nerven? Wie du siehst, habe ich die Halle gefegt. Vielleicht sammelst du die Putzutensilien ein? Du hast die Halle nicht gefegt. Der Besen war das. Willst dich wohl mit fremden Federn schmücken, hä? Nein, aber... Ist kein feiner Charakterzug. Der Besen und ich fegen hier alles und du willst die Belohnung einstreichen. Ich muss weiter. Ja. Guck mal hier, ist das nicht schön? Hässlich. Das stimmt nicht. Ich habe es von meiner Großmutter. Es ist ein Erbstück, das mir viel bedeutet. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Ha, ich habe dich reingelegt. Ich wollte, dass du in das Tuch reinschneuzt. Oh, wow, du bist so toll, Spinner. In Ordnung. Ich schmiere etwas Trollrotz in den Buchrücken. Und dann klebe ich die Lage vorsichtig ein. Das war's. So gut wie neu. Ich versuchte aufzustehen, konnte mich aber nicht bewegen. Während ich auf dem Rücken lag, bemerkte ich, dass meine Arme und Beine festgebunden an dem Boden hafteten. Dasselbe war mit meinen sehr langen und dicken Haaren der Fall. Auch fühlte ich mehrere kleine Binden am ganzen Leibe, von den Achselhöhlen bis zu den Schenkeln. Ich konnte nur aufwärts blicken. Die Sonne war sehr heiß und ihr Licht blendete meine Augen. Du kannst mich lesen. Na, natürlich. Du bist sogar eines meiner Lieblingsbücher. Lies weiter. Du meinst, ihr könnt... Bücher können nicht lesen. Wir müssen gelesen werden. Wenn man nicht aus uns liest, verblassen unsere Geschichten und wir vergessen, wer wir sind. Oh, das ist sehr traurig. Ich würde euch gerne allen helfen, aber ich habe noch so viel zu tun und ich kann euch unmöglich alle lesen. Bücher lesen ist uralte Magie. Man kann fremde Orte, die Vergangenheit und die Zukunft bereisen. Was bedeutet das? Für ein gutes Buch ist immer Zeit. Also gut. Mit wem wollen wir anfangen? Ich nimm mich! Es war die beste Zeit, es war die schlimmste Zeit. Es war das Zeitalter der Weisheit, es war das Zeitalter der Torheit. Das war toll! Das werde ich so bald wie möglich wiederholen. Na, wie habe ich das gemacht? Und wie lange war ich weg? Nicht lang genug.
Wow! Das Leben ist endgültig in diese Bibliothek zurückgekehrt, wie es scheint. Oh, was ist denn mit diesen Büchern passiert? Eine traurige Geschichte. Das undichte Dach ist ihnen zum Verhängnis geworden. Vielleicht kann ich sie reparieren. Da kommt jede Hilfe zu spät. Ganz recht. Deswegen sollte man ihnen helfen, bevor sie kaputt gehen. Ach, er schon wieder. Das hatten wir doch schon. Der Bücherfreund hat keine Zeit für Albernheiten. Zeit ist irrelevant. Du bist irrelevant. Die Bücher sind kaputt und wir können nichts daran ändern. Was ist das hier? Gesetze Aventasiens. Hallo, bist du lebendig? Du beißt mir doch nicht die Finger ab, wenn ich dich aufschlage, oder? In Bracken ist es Männern gesetzlich verboten, ihre Frauen an Sonntagen böse anzuschauen. In Belzine ist es Frauen verboten, einen falschen Schnurrbart zu tragen, wenn dieser Tempelbesucher zum Lachen verleiten könnte. Seltsame Gesetze. Was haben sich unsere Gesetzesgeber sonst noch so einfallen lassen? In Schindulla ist es Männern wie Frauen über 18 Jahren gesetzlich untersagt, ihren Mund zu einem Lächeln zu öffnen, wenn dabei mehr als ein fehlender Zahn sichtbar wird. So einen Unfug kann sich doch niemand ausdenken. Das sind die albernsten Gesetze, von denen ich jemals gehört habe. In Seefeld ist es öffentlichen Mitarbeitern unter 1,5 Metern Körpergröße verboten, Arbeiten in mehr als 3 Metern Höhe auszuführen. Puh, ich nehme alles zurück. Das Buch kommt mit. Eine tolle Truppe. Ich habe nicht jedes der Bücher gelesen. Als ich erst einmal angefangen hatte, haben sich viele Bücher an ihren Text erinnert. Es war, als seien sie aus einem langen Schlaf erwacht. Ich musste nur ein paar Sätze lesen und sie konnten sich wieder daran erinnern, wer sie sind. Der Text kam zurück, tiefschwarz und gestochen scharf, und sie fingen an, aus sich zu zitieren. Alle auf einmal. Es war fantastisch. Hallo, Freunde. Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt, einen Freund am Busen hält und mit dem genießt. Sehr schön. Wilbo, der Bücherfreund, ist zurückgekehrt. Ein Hoch auf unseren König. Naja, ich habe doch nicht viel getan. Gesunkenen helfen heißt königlich handeln. Euch scheint es ja wieder gut zu gehen. Wir haben so viele Geschichten zu erzählen, so viel Wissen weiterzugeben. Morgen werde ich mit meinen Schülern herkommen. Sie haben ein paar gute Bücher nötig. Und wir brauchen sie. Die Tür zur Bibliothek ist wieder aufgetaucht. Von jetzt an wird hier wieder mehr los sein. Hoffen wir es. Wir wollen doch nicht, dass sich die Bibliothek unser wieder so schämen muss, dass sie sich versteckt. Meinst du, deswegen war sie verschwunden? Philosophiebücher, die keine Gedanken halten können. Wörterbücher, die fast sprachlos sind. Wir waren keine Sammlung, auf die man stolz sein konnte. Du hast vorhin gesagt, ihr braucht die Schüler. Wofür? Du hast es doch selbst erlebt. Bücher, die nicht mehr gelesen werden, verlieren ihre Kraft. Sie verblassen. Sie werden vergessen. Nur so lange, wie gelesen werden, bleiben unsere Ideen und unser Wissen lebendig. Sind eigentlich alle Bücher hier lebendig? Nein. Auch hier gibt es Bücher, die keine Magie verbreiten können. Einige Bücher bleiben tot, egal wie häufig man in ihnen liest. Ich hatte früher in der Schule ein Mathebuch. Bei dem war das so. Kann ich mir vorstellen. Ich muss weiter. Hab noch viel zu tun. Auf Wiedersehen, Wilbur. Und nimm dir Zeit für ein gutes Buch. Mach ich.
Und du? Wer bist du? Dich rief die Geister, werd dich nun nicht los. Ha, ein passendes Buch. Der Zauberlehrling. Sag einmal, wie ist der Zauberlehrling die verhexten Besen im Buch wieder losgeworden? In die Ecke! Besen, Besen, seid's gewesen! Denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor der alte Meister. In die Ecke, Besen, Besen, seid's gewesen. Hallo? Wilbur, ich habe lange auf dich gewartet. Du hast auf mich gewartet? Natürlich. Viele Jahre. Seit damals. Ich kann mich nicht daran erinnern, dir schon mal begegnet zu sein. Bist du ja auch nicht. Doch, natürlich. Viele Jahre in der Vergangenheit. Es ist nur noch nicht geschehen. Wer bist du? Nenn mich Albert. Albert, das Buch der Zeitreisen. Oder wahlweise Albert der Wirrkopf. Ich weiß alles, was es zum Thema Zeitreisen zu wissen gibt. Kapitän Nate ist in der Zeit zurückgereist. Er hatte ein Amulett vom Erzmagier. Aber unser verwirrter Freund da meint, man könne ganz ohne Magie in der Zeit herumreisen. Nur in die Vergangenheit. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Schon mal das Wort Paradoxon gehört? Wenn es möglich wäre, könnten wir die armen Bücher davor retten, durchgeweicht zu werden. Und wie genau soll das deiner Meinung nach funktionieren? Zeitreisen ohne Magie, meine ich. Nun, wie alle Reisen mit Büchern funktionieren. Du liest über eine Zeit, stellst sie dir genau vor und dann schwupps bist du da. Schwupps, tralala, so einfach ist das. Es funktioniert. Würde es nicht funktionieren, hätte ich nie etwas von dieser Methode erfahren. Es kann nicht schaden, wenn ich es mal versuche. Schick mich in die Vergangenheit. Bist du dir ganz sicher? Die Vergangenheit ist ein seltsamer Ort. Erzähl mir davon. Also gut, hör zu. Und die Welt war dieselbe und doch anders. Was ist das hier? Hallo, könnt ihr immer noch sprechen? Was heißt hier immer noch? Wir konnten schon immer sprechen. Wir sind lebendige Bücher. Und du bist? Wilbur. Aus der Zukunft. Püff. Mich würde schon interessieren, wie der Rest der Schule in dieser Zeit aussieht. Aber ich bin nur hier, um die Bücher zu retten. Und in meiner Zeit gibt es noch mehr als genug andere Dinge zu erledigen. Auch in dieser Zeit gibt es vom Bibliothekar keine Spur. Abgesehen davon, dass alles so seltsam aussieht, hat sich in der Bibliothek nicht viel geändert. Es gibt ein paar Bücher mehr und dafür etwas weniger Staub. Das ist alles. Die Bücher sind immer noch, oder vielmehr schon, vergammelt. Ich bin nicht weit genug zurückgereist. Abgesehen davon, dass es gibt ein paar... Hier liegen ein paar Nägel mit breiten Köpfen herum. Vielleicht um Bücher mit Holzdeckel zu vernageln? Ich nehme ein paar mit. Sagt einmal... Warum sieht hier plötzlich alles so seltsam aus? Seltsam? Wieso seltsam? Es sah hier noch nie anders aus. Doch, in meiner Zeit ist alles viel schärfer und detaillierter. Irgendwie. Doch, in der Zukunft ist also alles schärfer. Ja, und ich bewege mich irgendwie auch ganz komisch. Hast du in letzter Zeit einen harten Schlag auf den Kopf bekommen, junger Freund? Vielleicht solltest du einen Medikus aufsuchen. Die Bücher dort in der Ecke, sind sie schon lange vergammelt? Eine tragische Geschichte.
Vor einigen Jahren sollte jemand ein Loch im Dach reparieren, tat es aber nicht. Deswegen bin ich hier. Ich bin wohl nur nicht weit genug in der Zeit zurückgereist. Kann ja mal passieren. Ein Buch über Zeitreisen hat mich hierher geschickt. Wo ist es? Es hat nicht aufgehört, über seine dummen Zeitreisen zu sprechen. Wir haben dafür gesorgt, dass es endlich den Deckel hält. Ich werde mich hier noch ein wenig umsehen. Ganz wie du willst. Einfach ein Buch unter seinesgleichen zu begraben? Also wirklich. Nicht sehr nett, was die anderen mit dir gemacht haben. Bücher sind sehr konservativ. Wenn man einmal etwas in sie hineingeschrieben hat, sind sie nur schwer von etwas anderem zu überzeugen. Es hat tatsächlich funktioniert. Ich bin wirklich hier. Das lässt sich nicht bestreiten. Aber was hat funktioniert? Die Zeitreise. Du hast mich in diese Zeit zurückgeschickt. Ich habe... Es hat... funktioniert? Es hat funktioniert. Ich habe es immer gewusst. Schick mich noch ein paar Jahre in die Vergangenheit. Wie geht das? Das hier ist eine magische Bibliothek. Du erzählst mir von der Vergangenheit und ich stelle sie mir genau vor. Ich verstehe. Also gut. Vor ein paar Jahren sah es hier noch ganz anders aus.
Hi! Wie kann ich behilflich sein? Schick mich noch ein paar Jahre in die Vergangenheit. Also gut.
Was ist das? Lieber Wilbur. Hey, eine Nachricht des Zeitreisebuchs. Kurz nachdem du in deine Zeit zurückgereist bist, habe ich die Bibliothek verlassen. Es gibt da draußen viel zu entdecken. Zeitreisen müssen doch auch ohne Magie und außerhalb einer magischen Bibliothek möglich sein. Meinst du nicht? Ich möchte mich für alles bedanken, Bücherfreund. Dafür, dass du die griesgrämigen Bücher gerettet hast. Vor allem aber dafür, dass du mir ein Thema, mehr noch eine Leidenschaft gegeben hast. Nimm als Dank mein Geschenk. Möge es deinen klugen Kopf stets trocken halten. Wow! So ein schicker Hut. Alt, aber nicht vergammelt. Ob sie sich überhaupt daran erinnern, dass ich sie gerettet habe? Sie wissen nicht, dass sie ohne meine Hilfe vergammelt wären. Für sie ist das nie passiert. Der Papierhut des Bücherfreunds. Ich hoffe, für seine Herstellung wurden nur Zeitungen verwendet. Das muss doch gehen. Bei den Mächten der Magie manifestiert in mir, befehle ich dir, stopp! Bitte? Nichts. Bei den Mächten, bitte? Ene mene kalter Regen, der Besen hört jetzt auf zu fegen. Hex, Hex! Hätte ich mir denken können, ich bin ja keine Hexe. Aeris, Sasun, Idesi, Sasun Heraduodur, Suma. Habt Heptidun, Sumaherilisidun, Sumaklu. Nichts. Vielleicht habe ich mehr Erfolg, wenn ich nicht einfach erfundene Wörter aneinanderreihe. In die Ecke, Besen, Besen sei's gewesen. Hey! Ich hab gesagt, in die Ecke. Naja, immerhin ist der Spuk vorbei und die Eingangshalle ist gefegt. Damit kann ich zu Direktor Bloch gehen. Der Eingang ist gefegt, die Kobolde sind weg, die Bibliothek ist auch da. Wegen der Spinnweben muss ich Ihnen hier was zeigen. Wilbur, was willst du schon wieder? Ich wollte nur sagen, dass ich alle Aufgaben erledigt habe. Du hast, wie nicht anders zu erwarten. Da gibt es noch ein paar andere Dinge. Die anderen Stockwerke müssen noch vom Schutt befreit werden. Und das Dach hat Löcher. Außerdem haben wir ein Problem mit Riesenspinnen im Keller und, kümmere dich um das Festessen für morgen. Direktor Bloch? Husch, husch, ich will Feierabend machen. Aber... Aber ich kann das doch unmöglich bis morgen schaffen. Unmöglich, unmöglich. Ich dachte, für den Herrn Gnom sei nichts unmöglich. Sie und die Ratsvorsitzende werden damit nicht durchkommen. Alle Stockwerke, das Dach, der Keller und das Essen bis morgen früh. Lass dir etwas einfallen, wie du das schaffst. Was sagst du dazu? Das ist unfair! Niemand könnte all diese Aufgaben alleine erledigen. Ich brauche es gar nicht erst zu versuchen. Am besten, ich gehe runter in die Stadt und spreche mit Remy im Gasthaus. Vielleicht weiß er, was zu tun ist. Irgendetwas stimmt hier nicht. Direktor Bloch verhält sich seltsam. Seine Aufgaben kann niemand bis morgen schaffen. Dudel, Dudel, Lüt. Hä?
Dumm, de du, de lüt. Ja? Das ist nicht korrekt. Was meinst du? Die Aufgaben könnten erfüllt werden. Ja, ja, von einem tollen, echten Zaubererlehrer. Nein, die meisten Magier schätzen körperliche Arbeit überhaupt nicht. Sie lassen arbeiten. Aber ich habe kein Gold, um eine Armee von Handwerkern zu bezahlen. Magier vertrauen seit Jahrhunderten auf die Hilfe von Golems. Die sind stark, arbeiten ohne Unterbrechung und müssen nicht bezahlt werden. Das klingt interessant. Aber ich glaube, ich werde mich erst einmal mit Remy im Gasthaus beratschlagen. Tür verriegeln. Sehr wohl, Direktor Bloch.